Für unsere heutige Schaltung brauchen wir nur zwei Widerstände, einen Kondensator und als einziges aktives Bauelement einen Thyristor. Damit bauen wir einen Tongenerator mit Lautsprecherausgabe. Vollkommen ausreichend, wenn es einfach nur darauf ankommt, etwas Krach zu machen, zum Beispiel als Alarmsignal. Mit R1 wird die Gate-Spannung am Thyristor so eingestellt, dass er zündet und ein Strom durch den Thyristor fließt. Das Potentiometer kann später ausgemessen und durch einen Festwiderstand ersetzt werden. C1 lädt sich auf. Der Ladestrom nimmt mit der Zeit so weit ab, dass der Haltestrom unterschritten wird und der Thyristor abschaltet. C1 entlädt sich jetzt über R2. Die Spannung zwischen Anode und Kathode des Thyristors steigt jetzt wieder an, bis er erneut zündet. Es entsteht eine Folge von kurzen Impulsen, die sich über den Lautsprecher recht nervig anhören. Die Frequenz hängt hauptsächlich von der Größe des Kondensators ab. Sie ist aber auch stark von der Betriebsspannung abhängig. Einfacher kann man wohl kaum einen Schwingungserzeuger bauen, der ohne Verstärker ein lautes Signal im Lautsprecher erzeugt. Schaltet auch morgen wieder ein für den nächsten Elektronik-Quickie oder drückt gleich auf die Abo-Glocke, um in Zukunft nichts zu verpassen.